Freunde, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und den gestrigen Feiertag natürlich auch. Herzlich willkommen zu Santa, der Boss. Ein Sturm zieht auf plus Song von Julian Bam. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich extrem drauf. By the way, ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr habt mich auch vermisst. Habt ihr mich vermisst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eine erneute Julian Bam Reaktion. Wer den Kanal hier schon ein bisschen länger verfolgt hat, weiß auf jeden Fall, dass wir fast alles auf dem Hauptkanal von Julian Bam abgecheckt haben. Zumindest diese ganz großen Reihen. Letzten Song aus der Bohne, Märchen, Asozial und so weiter und so fort. Haben wir alles von A bis Z chronologisch abgecheckt. Also Reaktionen sind online. Könnt ihr gerne abchecken. Jetzt haben wir zur Hauptreihe. Der letzte Song aus der Bohne, einen kleinen, das Ding geht gute 20, 25 Minuten, einen kleinen Spin-off bekommen. Ein Sturm zieht auf. Bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Akt 3 von der letzte Song aus der Bohne hat ein paar Fragen offen gelassen, sage ich mal so. Hat ein paar Fragen offen gelassen. Rest in Peace, John, an der Stelle. Wirklich, warst auf jeden Fall ein guter Kamerad. 25 Minuten, 19. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir auf die paar Fragen, die uns Akt 3 aufgeworfen hat oder die uns Akt 3 übrig gelassen hat, dass wir eventuell hier eine Antwort drauf kriegen oder eventuell die nächsten Spin-offs oder die nächsten Hauptvideos da auf jeden Fall ein bisschen mehr aufgeklärt werden. 300.000 Likes. Kann man mal machen. 1,7 Millionen Aufrufe nach 2 Tagen. Kann man einfach mal machen. Ich meine, für Julian Bam ist es ja nichts Neues so. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, YouTube-Kanal mit über 6 Millionen Abonnenten, ein deutscher YouTube-Kanal mit über 6 Millionen Abonnenten, ist sieht man nicht alle Tage so. Und der Mann weiß, was Qualität ist. Ich bin unglaublich gespannt. Ohne Witz. 25 Minuten 19. Ich bin sehr gespannt. Abfahrt. Ich finde teilweise die Spin-Off-Serie bzw. die Spin-Offs zu der Hauptserie immer wieder ein bisschen interessanter, noch ein Ticken interessanter. Einfach weil viele Fragen beantwortet werden und wir so generell ein paar Side-Infos bekommen, die wir vielleicht in der Hauptstory, als ob das jetzt ein Spiel wäre, Hauptstory und Nebenquests und so weiter, so darfst du es nicht sehen, aber so mache ich es einfach mal, die in der Hauptstory halt nicht so erzählt oder so beantwortet werden. Wisst ihr, ich meine, zum Beispiel die Wächter von Green, dem Maskenboss, die hatten den Zauberstab von der Zahnfee. Zauberstab, den Stab auf jeden Fall von der Zahnfee. Woher hatten die den? Das würde ich super, super gerne noch wissen. Santa! Santa! Santa, ich musste deinen Urologentermin verschieben, weil die Wichtelneulinge heute schon da sind. Santa? Ah, shit. Ich hätte gern auch so einen Pappaufsteller. Bitte. Danke. Santa? Santa, wo bist du? Wir haben doch nur noch 3 Monate bis Weihnachten. Diese Wichte, kann man nicht mal ein bisschen Privatsphäre haben? Immer kurz vor meinem Höhepunkt. K-Drama fühle ich aber auch anders. Santa! Gott verdammt! Deine Führung beginnt! Die NeulingwichtelInnen sind draußen! Was? Komm schnell, wir Wichtel leben nicht so lang! Wichtelneulinge, antreten! Der Boss ist da! Oh, danke, Wichtel Nummer 19. Nummer 17. Oh mein Gott, Santa! Es ist mir eine Ehre, unter Mindestlohn bei Ihnen arbeiten zu dürfen. Ein Autogramm? Ich hab nicht. Immerhin werden die Fronten gleich von Anfang an gut geklärt, ne? Wenn du hier arbeitest, unter Mindestlohn. Mehr kann ich nicht geben. Ich bin nur Santa. Ich gebe nur die Geschenke jedes Jahr an einem Tag aus. An Kinder, an Familien generell. Ich hoffe, bei euch war natürlich der Weihnachtsmann auch da. Die kommen, by the way, durch den Schornstein unten durch. Also Kinder, falls ihr nächstes Weihnachten mal nichts zu tun habt abends, wartet einfach vorm Kamin und schaut, ob da jemand runterkommt, je nachdem. Sehr schön, sehr sympathisch, dass hier gleich vertraglich alles geklärt wird. Wenn du hier arbeitest, kriegst du nicht mal Mindestlohn, Bro. Kriegst du nicht mal Mindestlohn. Nur Stift oder Papier? Egal, dann Luft. Hier, du Knecht. Danke. Dumm. Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Eine was? Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Ah, habe ich seit meiner Geburt. Komm her. Wie heißt du, mein Sohn? Ich heiße Ruprecht. Wir haben alle unsere Schwächen. Ich zum Beispiel bin sehr, sehr stark. Aber das ist doch gar keine Schwäche, Santa. Kommt mit. Und das ist unser Gemeinsam. Auslegungssache. Stärke kann manchmal auch Schwäche sein. Den Bruder hat es halt hart erwischt. Also eine Links-Rechts-Ohrschwäche und Koordination, was weiß ich. Also überlegt euch halt mal.
ihr wacht morgens auf und auf einmal wäre alles andersrum. Wie soll ich meinen, wie in so eine Steuerung in so einem Videospiel, als ob die andersrum wäre. Du links nach rechts, du lenkst nach rechts, du fährst nach links, du lenkst nach links, du fährst nach rechts. Das wäre schon krass, stell dir mal vor, ihr hört verdreht. Das wäre schon wild irgendwie, oder? Also, nicht, dass man es ausprobieren würde, nicht, dass ich da jetzt Bock drauf hätte, aber es wäre schon wild irgendwie. Mittagspause ist immer eine Minute. Oh, das ist doppelt so lang wie in meiner alten Firma. Kommt weiter, ihr Wichter. Wir heißen Wichtel, mit L am Ende. M, die Eltern. Ey, die perfekten Arbeitsbedingungen hier bei Santa. Perfekt. Die wir nicht haben. Und das sind eure Zimmer. Keine Betten? Besser, Stühle. Ha, Betten. Das wäre ja absurd. Da könnte sich ja was drunter verstecken. Was denn, Santa? Keine Betten. Punkt. Bestaunen Sie mal meine mächtigen Säcke. Sie fassen ein riesiges Volumen und bleiben dabei klein. Hey, Finger weg! Und nun, willkommen im Herzen von Weihnachten. Erinnert mich irgendwie an Willy Wonka. Ich weiß nicht warum. Ich denke mal, jeder oder fast jeder hat Willy Wonka geguckt, der wo diese Schokoladenfabrik hat. Ich weiß, es hat gar nicht so pauschal mit Weihnachten und so weiter zu tun, aber das ist auch so eine Fabrik mit auch so Helferlein, so Wichteln. Ich weiß nicht, ob es bei Willy Wonka Wichtel waren oder irgendwas anderes. Erinnert mich aber irgendwie so daran. Oh, oh, oh. Wow, und wie genau funktioniert das hier alles? Psst, nicht so laut. Was? Habe ich richtig gehört? Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Wichtel-Di-Bu und Wichtel-Di-Bab, wir schuften das ganze Jahr nur für einen Tag. Ist wahrscheinlich auch ein YouTuber, sagt mir nix. Wichtel-Di-Bu und Wichtel-Di-Bab, unser Leben ist kurz, aber dafür echt hart. Zieh einer an, neue Briefe am Start. Die gleiche Routine, Jahr für Jahr. Doch unser Wichtel-Kodex besagt, ein Wichtel beim Schuften dich niemals beklagt. Wer ist dieser Urlaub, den Die Wichtel haben's, die haben's schon nicht so leicht, ne? Die haben es schon nicht so leicht, also unter Mindestlohn nicht mal ein Bett, eine Minute Mittagspause, trotzdem so gut gelaunt. Krass. Kennen wir nicht, wir sind unser Leben lang in der Fabrik. Essen und Trinken ist ihr Tabu, deshalb schaut er die Klum uns ab und zu. Nun gibt es kein... Bös, oder? Kennen ist ihr Tabu, das sind unser Leben lang in der Fabrik. Essen und Trinken ist ihr Tabu, deshalb schaut er die Klum uns ab und zu. Harter Seitenhieb ans Heidi Klum, aber sympathisch. Nun gibt es kein Aber, ist voll okay. Das ist, was Wichtel unter Leben versteht. Könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Bei Seven Birds ist voll kein Plastikmüll. Guck mal, du. Auch gut. Guck mal, das macht das Ganze schon wieder extrem sympathisch. Ich weiß nicht, wer von euch alle Seven vs. Wild geguckt hat. Ich denke mal einige. Also die Serie oder die Staffel hat ja noch höhere Wellen geschlagen als die erste Staffel so. Und viele waren gehypt und viele sind ja immer noch gehypt, obwohl jetzt die Aufrufzahlen ein bisschen abfallen so. Weil sich es auch dem Ende zuneigt und so weiter, verstehe ich voll und ganz. Was mich aber, so wie es erst schon angesprochen hat, was mich extrem krass bei diesem ganzen Survival-Outdoor-Ding dort in der zweiten Staffel abgefuckt hat, war der Plastikmüll komplett. Natürlich war es cool, sieben Leute da auf der Insel zu haben, mit Knossi auch noch, der Sympathieträger Nummer 1 ist, wegen dem man die ganze Serie, die ganze Staffel eigentlich geschaut hat, Hand aufs Herz, ohne Scheiß. Ich wollte nicht sehen, wie Fritz nochmal 7 Tage da einfach überlebt und dann wieder nach Hause geht oder sowas. Natürlich auch interessant, diesen Kontrast zu sehen oder den Kontrast zu sehen, ihr wisst, was ich meine. Aber dieser Plastikmüll, unglaublich traurig, wirklich. Schön, dass er hier nochmal so ein bisschen drauf aufmerksam macht. Oha, die Maschine da, und was sie mit all den Briefen so macht. Sortiert sie mit Sand, das magischer Kraft. Sie schaut, was du böse oder doch brav. Schwarze Briefe kommen rein in den Trichter. Was wird für immer, hasta la vista. Weiße Briefe machen wir auf und schicken Geschenke zu euch nach Haus. Aber Santa, das war doch erst Stufe 1 von 39. Fröse, bitte weiterarbeiten. Alle wieder ran an die Arbeit. Alle wieder ran an die Arbeit. Ja. Gut für die Muskeln, das Ego und die Gesellschaft. THW. My inspiration is just flowing and coming. Genau das, was ich mich auch frag, wo haben die das wieder gedreht? Also bauen die diese Locations, wer kennt's nicht? Locations extra für den Videodreh?
also diese Säulen und so weiter oben, auch die obere Etage quasi, wo auch quasi kleine Wichtel rumtanzen so, dieses ganze, die ganze Aufmache ist extra wieder für den Videodreh gemacht worden. Der Lautsprecher da sagt: Hey, Finger weg von den schwarzen Briefen! Wieso? Die sind böse. Versteckt sich da immer ein Monster drin? Monster? Wo? Wo? Bitte mich! Meine Mandeln! Santa? Santa, ja, Spaß. Alles nur Spaß. Monster gibt's doch gar nicht. Der Bruder will sich eine, wie soll ich sagen, eine Gehaltserhöhung verlachen oder verdienen. Wie nennt man sowas? Ja, doch. Wenn der Boss einen Witz kickt, lach einfach irgendwie. Lach einfach mit. Hauptsache, du kriegst Gehaltserhöhung, du darfst länger Mittagspause machen oder du musst nicht auf dem Stuhl pennen. Irgendwas. Lach einfach mit. Unmöglich. Niemand kommt hier hin. Bei dem Sturm schon gar nicht. Nicht aufmachen. Oh, hat aufgemacht. Santa, ein Vermummter. Habt ihr eine Bleibe für einen Reisenden? Wow. Okay, wir müssen uns generell storytechnisch wieder ein bisschen dran erinnern. Und in der ganzen Story habe ich den Bruder noch nie gesehen. Ich finde, der Sandmann sah sehr cool aus. Die Zahnfee sah fast noch einen Ticken cooler aus. Osterhase, rest in peace Osterhase an der Stelle. Ihn habe ich noch nicht gesehen. Und gut, es wird jetzt nicht irgendwie der Mann im Mond sein oder sowas, aber er sieht sehr ominös aus so. Also er wirft rein vom Erscheinungsbild her direkt ein paar Fragen auf irgendwie. Denn es wird allmählich dunkel. Klaus. Klaus? So gut, ich lang nicht mehr. Ich korrigiere, vielleicht ist es doch der Mann im Mond, weil der Move sah schon sehr cool aus und sehr, ja, leicht von der Schulter geklopft. Hallo? Was ist das hier? Klaus? Ich hab Angst im Dunkeln. Ich glaub, da ist etwas unter dem Bett. Au! Was soll das? Sorry, Santa. Du warst wie weggetreten. Und du sollst mal wieder zum Urologen gehen. Vielleicht Antifa? Woher kennt sie meinen Namen? Tut mir leid, alle Zimmer sind belegt. Kommen Sie vielleicht nächstes Jahr wieder? Nein! Kommen Sie doch rein. Sie können Ihr Zimmer haben. Aber wo soll ich denn schlafen? Da. Sehr gastfreundlich. Gastfreundlich, ja, genau. Die müssen ganz durchgefroren sein. Legen doch Ihren Mantel ab und vielleicht das Ding da in Ihrem Gesicht. Danke, aber nein, danke. Oh, dann halt nicht. Aber wie gut auch die Synchro wieder gemacht ist, ne? Also, man dreht das ganze Ding ab und setzt sich danach ins Studio und vertont es so richtig. Also gerade bei ihm. Gerade bei ihm hört sich die Synchro sehr, sehr cool an. Ja, natürlich bei Julian Bam auch, logischerweise. Aber gerade bei ihm hört sich das sehr, wie soll ich sagen, sehr professionell, brauche ich bei Julian Bam schon gar nicht mehr sagen, weil wir sind jetzt schon wieder locker auf Netflix-Niveau, also ganz, ganz locker so. Aber hier seine Synchro generell hört sich brutal professionell an so. Vielleicht das Ding da in ihrem... Er hat auch generell als Synchro eine geile Stimme so. Gesicht. Danke, aber nein, danke. Oh, dann halt nicht. Fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Hier ist jeder willkommen, auch fremde Menschen, von denen man nicht weiß, was sie für Absichten haben. Perfekt. Es sind die besten Voraussetzungen. Wenn du nicht weißt, wer der Typ ist, warum er hier ist und was für Absichten er hat, lass ihn einfach rein. Wir müssen herausfinden, wie der aussieht. Oh, das ist nur mein Handy. Ich werde gerade angerufen. Moment. Schnell ruf mich an. Oh, scheiße. bringen wir sie auf ihr Zimmer. Ach ja, Sie können doch sicherlich diese Probleme mit den Handys. Hey, ich muss dir unbedingt was Cooles zeigen. Komm mit. Dein Arbeitsplatz. Wow. Einfach ein Stuhl. Ich bin Ubrich. Nee. Wurde auch langsam mal Zeit, dass Henno hier im Video auftaucht. Ihn kenne ich und ich sag euch, wie es ist. Ihn schaue ich unglaublich gern. Ich weiß nicht, was er hat, aber generell seine Let's Plays und auch auf dem Zweitkanal die Dark Souls Run-Throughs und so weiter habe ich extrem enjoyed.
Ich warte noch auf Dark Souls 3, ich denke mal, das wird noch kommen. Aber goldrichtig hier Hand of Blood mal mit ins Video zu nehmen. Der Mann hat irgendwas, der Mann hat grundlegend was sehr Sympathisches und was sehr Unterhaltsames. Ich weiß nicht, was es ist. Lange du noch lernst. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Das ist Larry. Der ist ein bisschen komisch, weil er seit Jahren auf seinen Löwenkind-Pullover wartet. Ach, wir haben alle unsere Schwächen. Welche Löwenkind-Front bestimmt? Was ist Löwenkind? Kenne ich nicht. Vielleicht eine Marke, die extrem lang braucht, Sachen zu liefern? Kann gut sein. Schwäche hast du denn? Ich habe eine Linksrechtshürde. Nee! Mein Zimmer ist die Business Suite unter den Wichtelzimmern. Du wirst begeistert sein. Ich habe es selbst ein... Digga, er sieht so krass aus irgendwie. Er könnte auch for real irgendwie so ein Bösewicht in so einem Hardcore-Blockbuster-Film spielen oder sowas. Oder so ein Auftragskiller oder irgendwas Böses macht er auf jeden Fall. Er kann nichts Gutes machen. Gerichtet. Du hast einen Schlüssel zu meinem Zimmer? Natürlich, der Schlüssel geht für jede Tür. Das wäre die Suite. Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Das ist übrigens meine Lieblingsecke. Hier bekommt man am meisten Luft. Kein Bett. Nein, darunter könnte sich etwas Böses verstecken, aber dafür ganz viele Kleiderhaken für ihre durchnässten Klamotten und ihre Maske. Er ist auf jeden Fall für irgendwas Böses zuständig. Er kann kein Protagonist sein. Geht nicht. Wichtel 28, hilf unserem Gast doch mal aus seinen nassen Klamotten. Wird gemacht. Oder doch nicht. Was ist denn los? Dieser Mann ist mir unheimlich. Alles in Ordnung, Nummer. Wie heißt du nochmal? Meine Wichtelnummer ist 17, aber mein richtiger Name ist Ludori. So ähnlich wie meine Schwester. Sie ist leider verschollen, aber manche meinen, sie wohnt in einem Wald. Auf einer Brücke. Das glaube ich nicht, denn wer wohnt schon auf einer Brücke? Das interessiert mich nicht, Nummer 34. Nummer 17. Geht auch mal 2, geteilt durch 2, fast gleiche. Ein Glas Wasser? Ja, gerne. Nicht für dich, für unseren Gast. Danke. Aber wie trinkt der Bruder jetzt? Durch die Binde in seinem Gesicht. Sehr gastfreundlich, Santa. Wir dürfen ja immer noch Schnee trinken. Warte, ich will nur sein Gesicht sehen, wenn er trinkt. Oh, verdammt. Wie wär's einfach mit Fragen, Santa? Was meinst du? Schuss. Hallo erstmal. Oder nicht? Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Sind Sie nicht eine Berühmtheit? Digga, hat so eine geile Synchrostimme. Wer ist es? Er hat recht. Touché. Was machen Sie so weit? Wer synchronisiert den Typ? Draußen, während eines Sturms. Es heißt, dass diesem Ort eine geheime Macht innewohnt, deren Stärke unermesslich ist. Danke, ich würde mich selber nicht als so mächtig bezeichnen. Obwohl doch, ja. Ich glaube, er spricht von den schwarzen Briefen. Psst, es geht niemandem was an. Natürlich, die verlorenen Wünsche unartiger Kinder. In den falschen Händen können sie eine große Gefahr darstellen. Gefahr? Dass ich nicht lache. Ich bin das mächtigste Wesen der Welt. Und doch haben sie Angst vor einem Monster unterm Bett. Hallo? Oh no. Hallo? Schlafenszeit, Kinder. Aber was ist das auch für ein Twist jetzt so? Also, die Lichter gehen aus in der einen Szene und er wacht komplett irgendwo anders auf. Wie soll ich meinen? So dieser Switch generell, diese Szenen sind unglaublich gut gewählt. Die Kostüme dazu sowieso. Aber auch die Qualität, mit was es aufgenommen ist, die Synchro dahinter, generell was das Audiomäßige angeht, super, super krass. Ich bin extrem krass gespannt auf den Song, der auch irgendwie ein großes Feature beinhalten soll, den ich wahrscheinlich aber auch nicht kenne. Schlafenszeit, Kinder. Löscht die Lichter, sonst findet euch der Belzebub. Ich bekomme immer Angst, wenn sie das sagt. Bist ja auch ein Angsthase. Klaus, ich glaube, da ist etwas unter dem... Okay, warte mal. Weil er hat sehr krass dieses Angsthase betont. Sind das die Boten in klein? Also ist das Santa Claus... Die Zahnfee, Sandmann und der Osterhase, sind das die Boten in Back in the Days, wisst ihr, ich meine, vor, was weiß ich, wie viel Jahrzehnten? Bist ja auch ein Angsthase.
Guck mal hier, er hat eine Sanduhr in der Hand. Ich glaube, das soll schon so sein. Klaus, ich glaube, da ist etwas unter dem Bett. Unterm Bett? Gewiss ein Monster. Monster fressen am liebsten die Schisser. Monster? So ein Unfug. Es gibt keine Monster. Lasst mich am Rand schlafen, damit ihr Schisser schlafen könnt. Danke, Klaus. Ey, ist aber wie gut ist es gemacht? Sag mal ganz kurz. Also, ich hätte es nicht mit so einem Backflash in die Vergangenheit, also in die ganz lange Vergangenheit gerechnet irgendwie, wo die alle noch Minimis waren, wisst ihr, ich meine? Wo alles noch nicht so ganz klar war, wo sich die Geschichte erst am entwickeln war. Dass wir quasi jetzt so diesen Schritt zurück machen, diesen sehr, sehr langen, sehr, 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 sehr großen Schritt zurück machen, passt unglaublich gut in die Story und erklärt nochmal von Grund auf, wie das vielleicht alles entstanden ist. Der Bruder hat fette Augenbrauen, holy shit. Boah, Digga, ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Kenne diese Momente, wo du weißt, okay, jetzt kommt ein Jumpscare und du weißt ganz genau, ich erschrecke mich bei dem Jumpscare nicht, du erschreckst dich aber jedes Mal bei dem Jumpscare? Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers? More watch time. Du hast wieder weggetreten. Oh. Fremder, du triggerst Angstzustände in mir. Aus Erinnerungen, die ich längst verdrängt habe. Erinnerungen können trügerisch sein. Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt mit der Übernachtungsmöglichkeit. Sie sollten besser gehen. Ich gehe erst, wenn ich habe, wofür ich hier bin. Und was soll das sein? Ein schwarzer Brief? Sollten die nicht schon längst aussortiert sein? Was soll ich damit machen, Herr Sitzner? Ich frag mich, wie Hello sein Skript für diesen Dreh aussah. Er kam zu der Szene, er kam zum Set. Das Einzige, was ihm gesagt wurde, wenn du angesprochen wirst, schrei einfach los wie ein Irrer. Dann bring ich ihn eben selber weg. Schwarze Briefe von unartigen Kindern. Böse. Gehören in den Trichter. Ja, genau. Ciao. Das Autogrammkarte! Da! Sanders Autogrammkarte! Hab ich dich! Ah! Wo bin ich? Hallo? Was ist das hier? Krasse Optik mit den schwarzen Briefen, die komplett schwarz sind so. Was? Ist hier jemand? Genug mit den Geheimnissen! Zeig mir, wer du bist! Ich kann sehen, ob jemand gut oder böse an die Absichten hält. Ist das eine Drohung? Nein, das ist eine Drohung. Notstrom? Darum sollten Sie sich wohl kümmern. Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. Bleiben Sie schön hier. Der Typ ist unheimlich. Der Typ ist unheimlich. Und wenn dir schon mal so ein komplett vermummter vor die Tür tritt und vor die Augen tritt, dann lass ihn doch einfach nicht rein das nächste Mal. Also, was lernen wir daraus? Vermummten Menschen nie die Tür aufmachen. Oder schon gar nicht reinbitten. Die haben selten gute Absichten. Ich behalte ihn im Auge. Ich bin gleich wieder zurück. Alles klar, Santa. Jetzt, wo wir alleine sind, erzähl mir doch mal alles, was du über diese schwarzen Briefe weißt. Was los? Was hier passiert? Was mit dem Strom? Santa, unser Haupt... Ich mag's auch einfach, wie Julian Bam in der Rolle so spricht, als ob er die ganze Zeit rappen würde so. Weißt... Was los? Was hier passiert? Was mit dem Strom? Santa, unser Hauptstromnetz ist ausgefallen. Santa, du musst den Strom wieder anmachen. Der Notstromschalter ist unten im Keller. Wieso ich? Na, weil deine größte Schwäche ist... Kenn ich. Der wurde mal von Gio fertig gemacht. Gio, auch ein... Immer noch Rapper? Ja, doch. Rapper. Ich wollte gerade Rapper gewesen sagen, aber immer noch Rapper. Lion TV, Leon TV, ich glaube, der macht inzwischen auch mehr Musik als YouTube, oder? Dass du sehr, sehr stark bist. Oh. Ah, was ist das?
Santa ist der Boss. Ba 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 ba. Und in einem Schloss. Selbst die Weihnachtswächter haben Angst, dass er sie boxt. Hallo? Wer ist da? Kenn ich? Der Bruder macht Chips. Oder? Was er? Er war auf jeden Fall schon mal in einem Video zu sehen. Ich glaube auch in einem Santa der Boss Video, aber eine der letzten so. Eine der etwas älteren. Ich glaube, der Bruder macht Chips, oder? Hallo, alter Freund. Rob. Muss man schon mal gesehen haben. Rob. Er sagt Rob, oder? Rob. Rob, er macht Chips. Mein Rentier, mein Löwe, mein Bär. Was machst du hier? Ey, Bruder. Ich sag euch, wie es ist. Wenn ihr jetzt noch kein TikTok habt, bitte. Ich rede gerade zu dir, der noch kein TikTok auf dem Handy hat. Bitte spiel nicht mit dem Gedanken und lad's dir auch nicht runter. Bitte nicht. Diese Memes, mein Löwe, mein Bär, Janem, Banem, dies, das, bipup. Ich werd krank davon, glaub mir, von diesen Memes. Das ist eine, TikTok ist eine Meme-Fabrik, eine Meme-Fundstätte, aber auch so ein Meme-schwarzes Loch, wo so Memes eigentlich verschluckt werden sollen, die nie wieder ans Tageslicht kommen sollten. Das ist dieses Mein Löwe, mein Bär. Ich höre das überall. In jedem zweiten TikTok höre ich Mein Löwe, mein Bär. Janem Banem. Rob, mein Rentier, mein Löwe, mein Bär. Was machst du hier? Ich verstecke mich vor meinem Osterlamm. Okay. Es war alles perfekt mit dir. Bis ich eines Nachts neben ihrer Schwester aufgewacht bin. Seitdem kicken die Vertrauensprobleme. Guckt, sie hängt sich gerade wieder ein. Wow. Wir möchten natürlich sehen, ganz kurz, wer hier so in den DMs ist. Ich möchte nur ganz kurz. Hotte Maus, Hot Schnitt, Stunny Bunny Honey, Baby Pam Girl 19. Magda Mark, Magma, Weihnachtsschick. What the fuck? Blaue Kappe? Ich weiß nicht mehr, was das bedeuten soll. Wir werden eins, mein Freund. Mein Tiger. Mein Pferd. Zumindest klappt das noch. Aber wenn du dich richtig verstecken willst, nutz NordVPN. Damit bist du zumindest im Netz sehr viel sicherer unterwegs. Auch sind all deine Daten auf Reisen und im öffentlichen WLAN geschützt. Das klingt richtig und wichtig. Damit könntest du sogar Serien aus anderen Ländern streamen. Es ist nicht Santa der Boss, sondern der werbungsschaltende Boss. Ich finde, bis jetzt hat er immer diese ich glaube, er hat bis jetzt nur das NordVPN-Placement für die Hauptkanal-Videos genommen und es wurde immer sehr, sehr gut eingebaut eigentlich. Die es in Deutschland gar nicht gibt, sogar manche K-Dramas. Oh, NordVPN und ich sind so. Ah, deswegen auch der Eisberg auf dem Logo. Ja, richtig. NordVPN überzeugt außerdem durch seine krasse Leistung und seine ultraschnelle Geschwindigkeit. Höher als bei jedem anderen VPN. Boah, dann hole ich mir das direkt. Warte, benutze einfach meinen Code. Santa der Boss. Ganz wichtig. Ah. Ohne den Code geht nichts. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Danke, mein Freund. Mein Bison. Mein Meerrettich. Tschüss. Ey, das nimmt Überhand. Ohne Scheiß. Dieses Mein Löwe, mein Bär, mein Meerschweinchen, mein Bison. Das nimmt Überhand, Chat. Hört damit auf. Hört damit auf. Jeder, der irgendwie TikTok-Memes oder sowas macht, in die Richtung, hört damit auf, bitte. Hört damit auf. Ich hab's gedacht, so ein Meme hält dann immer so 2-3 Wochen und klingt dann immer relativ schnell ab. Aber dieses Mein Löwe, mein Bär, mein Pferd, mein Esel, mein Krokodil, mein Vogel. Hält sich schon eine Weile, leider. Macht mir Angst. Noch was, sprich mit ihr. Ich bin mir sicher, sie remember dein Name. Remember the name. Krass. Oha. Okay. Digga, warum erschrecke ich mich so? Das war doch eigentlich wieder prädestiniert dafür, eine Jumpscare-Szene zu sein. Warum habe ich mich erschrocken? Thank you.
hart sein, wenn der Santa weint. Ey, ich find's super, super schön, wie viel, wie soll ich sagen, wie viel Memes, aber auch wie viel versteckte Botschaften da irgendwie mit reingebracht werden, gerade auch von Seven vs. Wild. Am Anfang gerade auch mit dieser Plastikgeschichte, die ich jetzt gerade auch noch dann nochmal aufgegriffen habe, die mich am meisten abgeturnt hat von der ganzen zweiten Staffel. Ich finde die zweite Staffel cool, auch entertainmentmäßig geil, und ich habe sie am Anfang auch geschaut, bis ich dann keine Lust mehr hatte auf den einen oder anderen Kandidat dort drin. Ich denke mal, ne, wir wissen alle, von wem ich da so rede. Klar, ich habe dann die Leute einfach geskippt, dann, auf die ich keinen Bock hatte. Irgendwann konnte ich es aber wirklich gar nicht mehr schauen. Diese Szene ist von Knossi. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Nice. Du kommst ja nicht. Merkel, mach Shisha auf. Für Weihnachten. Stopp das Monster. Stark. Gute Aussage. Nicht vorbei, denn wir haben uns festgeklebt. Oh nein, guck mal. Ey, da sind so viele Sachen drin, worüber ich jetzt schon wieder 3 Stunden reden könnte. Das hat auch dieses Jahr so den Höhepunkt irgendwie erreicht, ne? Diese Asphaltkleberei, diese Klimaretter-Generation, was weiß ich, wie die sich nennen, juckt mich auch nicht. Klebt euch bitte einfach nicht auf die Straße. Da müssen Leute durch, da müssen Leute zur Arbeit, da müssen LKWs durch, Krankenwegen und so weiter und so fort. Klebt euch bitte nicht auf eine Straße. Von mir aus klebt euch auf den Gehweg, von mir aus klebt euch auf irgendeine Nebenstraße, die nicht viel befahren wird, aber klebt euch nicht auf irgendeine Hauptstraße, auf irgendeine Auffahrt, auf irgendeine Autobahn, was weiß ich. Klebt euch bitte da nicht hin. Lasst es einfach. Für 2023, lasst es einfach. Bringt keinem was. Nervt mich, nervt die anderen, bringt keinem was. Ja. Und ihm in dem Fall auch nicht. Ihr dreckigen Flitschüss! Ey, ich schwör's dir, er spielt die Rolle so gut. Henno muss öfter dabei sein. Henno muss generell in so Formaten öfter dabei sein. Der kann so gut Rollen spielen. Ich hab dir doch gedacht! Du kommst nicht vorbei! Schade. Hey Larry, du bist doch gerade erst weiter geworden. Santa, wo bist du? Es geht so schnell, nicht wahr? Dass man die Kontrolle über alles verliert. Digga, er hat eine Synchro-Stimme. Ich versuche gerade an irgendein Anime zu denken, wo ich diese Synchro-Stimme schon mal irgendwie gehört habe. Mich würde sie generell so pauschal am nächsten an Satoru Gojo erinnern von Jujutsu Kaisen. Er hat auch eine relativ tiefe, bassige, erzählerische Stimme so. Aber ich glaube nicht, dass es der gleiche Synchromann ist. Und dann wandert man auf einmal völlig allein durch diese Welt. Könnte schon sein, oder? Das ist der Synchromann von Satoru Gojo. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Und versucht, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Genau deshalb bin ich hier. Dafür benötige ich aber noch etwas von Ihnen. Hab ich leider nicht, sorry, hab andere Probleme gerade. Sie müssen ihre Angst besiegen, um stark für die anderen zu sein. Wissen Sie nicht mehr? Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Also entweder kann der Bruder irgendwie in Gedanken schauen, in die Vergangenheit der jeweiligen Menschen, mit denen er gerade spricht oder so. Oder er war unmittelbar dabei, wo das damals passiert ist. Ne, er erzählt die Geschichte so, als ob er irgendwie dabei war. Oder weißt du noch damals, ne, er muss ja irgendwie, woher hat er die Information? Er muss die ja irgendwo her haben, so, wisst ihr, ich meine? Die muss ja irgendwo, die hat er nicht frei erfunden. Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Oder ist es er? Kann auch gut sein. Nein, wir besiegen das Monster gemeinsam. Sind auf jeden Fall Zwillinge, holy shit. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Keine Angst, meine Wichtel. Ich lasse euch nicht allein. You just call out my name. Egal, was passiert. Wir halten immer zusammen, Nummer 17. Nummer 17.
auch das Sounddesign generell, ne? Wir hatten jetzt eine sehr emotionale, ruhige Szene gerade, wo er sich ein bisschen in die Kindheit erinnert hat. Jetzt haben wir diesen Szenenwechsel, wo auf einmal Santa aufwacht und der alte Santa ist und jetzt das Monster hoffentlich wegklatscht so. Und auf einmal haben wir so eine Art, so eine gezupfte Gitarre oder sowas, die sehr, sehr schnell spielt, so E-Gitarre-mäßig, wo halt alles super, super anfeuert, so wo du merkst, okay, als Zuschauer, jetzt geht es in eine andere Richtung. Oh, weg mit dir! Tag Team Trick! Mary Ace Challenge! Warte, wer nicht? Ich mag keine uneingeladenen Gäste! Du bist so früh für Halloween! Soll das Halloween verkörpern? Den Tag Halloween oder was? Da stell ich dir in Rechnung! Geh zurück in deine Mutter. So. Santa, nein! Ein Shit. Glück, dass ich eine Rüstung trage. Und zwar das neue Eternal God Piece. Frisch aus dem Shop. Oversize, kuschelig warm. Werbung macht der Bruder gut. Perfekt für die kalten Wintertage. Natürlich nur auf eternalgod.de. Alles andere ist fake. Meine Brille! Ich brauche den Pappaufsteller. Der sieht ja aus wie echt. Was mich am meisten an dir aufregt, ist, dass du das Video nicht geliked hast. Gott sei Dank. Ich wiege jetzt 40 Kilo mehr. Das Rohr stelle ich dir auch in Rechnung. Schau. Mein blauer Haken. Nein, das ist mein ganzes Jahresgehalt. $8. Lass meine Wichtel. By the way, wo ist mein blauer Haken auf Instagram? Ich warte immer noch. Hey, hier bin ich. Ich überlege schon die ganze Zeit, wer das sein könnte, ne? Ich hoffe, das sehen wir noch irgendwann, beziehungsweise auch mal ungeschminkt, so, weil auch wenn er die Kapuze runternimmt, gehe ich mal davon aus, dass es für mich zumindest relativ schwer wäre, ihn jetzt einem Namen zuzuordnen, so. Es könnte... Könnte es Revi sein? Revi muss ja auch irgendwie mal vorkommen jetzt, oder? Doch, Mott! Vorsicht, Tante! Oh, wo sind meine Brüder, wenn ich die mal brauche? Scheiße. Hey, du hässliches Monster! Ruprecht, dieser Knecht. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Orientierung. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Ach so. Jetzt verstehe ich. Der Bruder ist in den Trichter gefallen, weil er das Autogramm von Santa holen wollte. Er ist in den Trichter reingefallen, hat dann diese schwarze Magie aufgenommen durch diesen schwarzen Brief und ist jetzt das Monster. Deswegen hat er auch gerade in die andere Richtung geschaut, wo Santa ihm angesprochen hat, ne? Wegen der Links-Rechts-Ohr-Oben-Unten-Schwäche, was weiß ich. Nummer 17! Hey, du Monster! Hier sind wir! Hey, du Monster! Hier sind wir! Nein, hier! Nein, hier! Hier drüben! Hier drüben! Willkommen im Herzen von Weihnachten! Und jetzt gib mir meinen Wichtel zurück! Das war eine coole Animation. Gib mir meinen Wichtel zurück! Das sah nicht schlecht aus. Was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Alles, woran ich mich erinnere, ist der Blackout. Ah, Hanno ist noch am Leben, geil. Hanno ist noch da. Wie in meinen Träumen. Santa, ich muss dir noch was... Santa, du hast uns gerettet. Du hast Weihnachten gerettet. Dieter Moment verdient eine Hymne. Aber Santa, wir haben doch schon eine Hymne. Oh. Schnauze! Ey, dieser Song regt mich schon seit Jahren auf. Wir brauchen etwas Neues. Etwas. Einen neuen Song mit einem ganz speziellen großen Feature. Etwas wie... Jetzt wird's interessant. Schönes Moped. Da wieder wie ein Gott ist es Hunter, der Boss, na kennt ihr mich doch. Der Banger vom Block in den Trends wieder top. Jede Line so hot, dass sie die Heizkosten droppen.
Es war nicht klar, dass so ein Fort to the Floor Ding kommt, so ein Bup, 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 ne, also die Kick liegt die ganze Zeit drauf, die schiebt die ganze Zeit nach vorne ab der ersten Zählzeit quasi, also nicht ganz, aber ne, wenn die Drums einmal gedroppt sind, bleibt die Kick auf jeden Fall drin und feuert den Song weiter nach vorne an. Das sind so, wie soll ich sagen, das sind so Beats, die sehr einfach berappbar sind, die sehr einfach runtergehen, so auf die man sehr einfach irgendwie rappen kann, die aber auch für den Zuhörer, für uns in dem Fall, super leicht verdaulich sind irgendwie. Also wir haben super große Hits, die genau diese Art von Beats haben, so ein Dancehall, ja nicht Dancehall, so ein Fort to the Floor Ding, so ein bisschen EDM, Techno-mäßig, auch in diese Raf Camora-Richtung so, die gehen super gut ins Ohr. Komm, Kopf, dick in the Beat, Red Jeans, Red Jacket und der Beanie voll tief. Alle Teenies verliebt und jeder schickt mir einen Brief. Ey, ich bin 24-7, auf all screens on repeat. Werd dieses Jahr eine neue Route einschlagen und dann zu dem Wichtel und mit der Route einschlagen. Dann hol ich aus dem Duck die... Schönes Bit auf einschlagen. Eine neue Route einschlagen, ne, eine neue Route einschlagen, aber auf den einschlagen. Schöner Spit mit dem Wort einschlagen eigentlich. Wird dieses Jahr eine neue Route einschlagen und dann zu dem Wichtel und mit der Route einschlagen. Dann hol ich aus dem Sack die Geschenke raus. Danach geht es an die Bar und ich schenke aus. Du brauchst die ganze Mannschaft für das, was Santa alleine als Mannschaft. Hast du diesen Typen ungemein. Digga, wir haben schon 3 Spits, glaub, drin gehabt, oder? Mannschaft, allein als Mannschaft. Dazwischen war auch nochmal ein Spit. Und jeder weiß, für das war Santa alleine als Mannschaft. Hast du diesen Typen ungemein. Und jeder weiß, dass ich diesen ungemein. Ja, scheiße, ey. Der 4. Spit, oder? Bin so heftig, wenn ich es sein, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht, ja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Ich will den richtigen Mark Forster, nicht diese Fake-Version. Was soll das? Aber sein Herz wurde gebrochen. Jetzt ist halt die Frage, ne? Boah, jetzt, ich sehe schon wieder die Kommentare. Wie könnt ihr die nicht kennen, oh mein Gott. Ich weiß, wir hatten durch die ganzen Hauptvideos auch immer diesen Gag Mark Forster, dies, das, beep, boop, ne? Jetzt eine ernsthafte Frage, ist das wirklich Mark Forster oder ist es nicht Mark Forster? Weil das Problem ist, ich kenne von Mark Forster, glaube ich, einen Song, es gibt nichts, was mich hält, au revoir. Ich hoffe, das ist von Mark Forster gewesen, wenn ja, Gott sei Dank, wer nein, korrigiert mich da bitte. Den Song kenne ich, ich habe aber kein Gesicht zu dem Namen Mark Forster. Wie soll ich meinen, ist das Mark Forster? Gib ihm noch eine Chance. Haut ab, er Betrüger. Tut mir leid, erst Stella und jetzt das. Was ein scheiß Talk. Ist das Mark Forster? Also einer von den beiden Brüdern muss ja Mark Forster gewesen sein. Warum machst du dir den Kopf? Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ich glaube, das ist Mark Forster, oder? Also der Echte, das ist der Echte. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Digga, er hat auch keine Kosten und Mühen gescheut. Der ist einfach mal mit seinem roten Ferrari auf die Eisfläche gebrettert. Also für mich muss ein Ferrari rot oder schwarz sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jede andere Farbe ist so ein bisschen abtören, meiner Meinung nach. Rot oder komplett schwarz. Ich hab eine Nordmantanne in meinem Car. Ich hab eine Dior-Handtasche in meinem Car. Ich hab eine harte Flamme an meinem Bart. Und Pinot Noir-Weinflasche in meinem Car. Ha, 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 ha. Das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. Digga, was ist das Sound, Alter? Also sag mal so, wie es ist, wenn du ein paar hinter die 12 gekippt hast, wenn du gut dabei bist auf jeden Fall, wenn du gut auf Sendung bist, dann kannst du sowas, dieses ui, 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 auch fühlen. 1000 Euro, wenn du mit dem Song auf TikTok viral gehst. Kein Reupload, sondern wenn du auf TikTok viral gehst. Komme zu Fuß mit meinen Nu-Boots, Arschtritt. Jeder, der das hört, kommt auf das immer selber Fazit. Scheiße, er ist so heftig. Wenn ich erscheine, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht, ja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ey, ist eine nice Nummer irgendwie, oder? Also du musst ja immer im Hinterkopf behalten, dass das überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, jetzt irgendwie charttechnisch oben mitzumischen, so. Wisst ihr, was ich meine? Sondern einfach nur, es passt sehr gut in die Geschichte rein, ne? Wir haben jetzt nochmal einen Song von Santa, der von Anfang an schon dabei war, so. Wir haben wieder dieses Parodien-Ding, dieses Comedy-Ding, was einfach gute Unterhaltung liefern soll, plus halt diesen musikalischen Aspekt noch irgendwie abdecken soll, den wir jetzt hier schon wieder gegeben haben. Für die Sachen ist es wieder unglaublich gut. Ah, ah, mit dickem Ball.
Ich wünsch mir Frieden und Wärme und Liebe in jeder Familie. Oh, schön. Auch jetzt begleitet mit so einem, mit so einer ganz kleinen Top-Melodie plus diese Streicher ein bisschen mehr auf dem linken, rechten Ohr, Streicher rechts, Top-Melodie links. Superschön. Und er schreibt seinen Weihnachtsbrief an den Santa. Ich wünsch mir Frieden und Wärme und Liebe in jeder Familie. Will gar nichts haben, außer Geduld und die Kraft, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich wünsch, ich wär nicht mehr so lost. Ich bin Santa, der Boss. Warum machst du dir einen Kopf? Ey, eigentlich noch eine schöne Message so irgendwie. Also nochmal so eine schöne Message in dem Sinne, dass ich glaube, dass, gut, es ist normal, jedes kleine Kind, jeder Jugendlicher wünscht sich halt dementsprechend irgendwie materialistische Sachen so unter einem Weihnachtsbaum und kriegt die hoffentlich auch alle. Ich hoffe, ihr habt alle Wünsche erfüllt bekommen, die ihr euch gewünscht habt dieses Jahr. Aber je älter man wird, je älter man so ein bisschen, je reifer man wird, wünscht man sich so ein paar andere Dinge, die er jetzt zum Beispiel gerade angesprochen hat. Mut, Kraft, die Wahrheit auszusprechen, Gesundheit für jeden in der Familie und so weiter und so fort. Super schöne Message. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Mit dickem Bauch und Geschenken im Sack. Du siehst einen Schlitten dort im Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen Flach. Also ich gehe mal davon aus, dass es der echte Mark Forster ist. Wie witzig wäre es einfach, wenn der Bruder jetzt nicht der echte Mark Forster wäre. Wenn das irgendein anderer Typ wäre, den man einfach dahingestellt hat. Dann lese ich schon wieder die Kommentare, oh je. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? Wow! Der Henno. Okay, Santa, ich muss dir jetzt aber wirklich etwas Wichtiges sagen. Santa, alle schwarzen Briefe sind weg. So wie das Geld von ApoRed. Was? Oh, okay, ich wollte gerade schon fragen, wo ist dieser vermummte Typ, dieser schwarze vermummte Typ, ne? Der hat wahrscheinlich jetzt alle schwarzen Briefe und deren Energie gleichzeitig mitgenommen. Jetzt ist aber auch das Geld von ApoRed weg. Eieiei, Digga, der hat auch, also ApoRed hat dieses Jahr auch wieder eine ordentliche Show hingelegt. So, ich weiß immer noch nicht, ob er sich bewusst ist, was er in manchen Videos sagt oder wie er sich gibt im Internet, ob er das mit Absicht macht, mit Full Absicht, kann auch gut sein. Aber alle Briefe sind weg, so wie ApoReds Geld, okay. Santa, einer deiner magischen Säcke ist verschwunden. Unmöglich, niemand kann unter meine Schlüsselkarte. Sie ist weg. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen, Santa. Der Fremde, er hat mich über die schwarzen Briefe ausgefragt und über deine Schlüsselkarte. Was sagst du? Er wollte noch, dass ich dir etwas ausrichte. Es tut ihm leid, dass er dir Angst eingejagt hat. Oh, ich habe heute einfach ein bisschen zu viel K-Drama geschaut. Nein, nicht heute. Er meinte deine Urangst. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Erinnerungen können trügerisch sein. Wissen sie nicht mehr? Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Bis wir uns wiedersehen, Klaus. Wer ist er? Dein größter Kampf steht dir noch bevor. Wir müssen den Fremden finden. Dein größter Kampf steht dir noch bevor. Wer ist er? Er hat die schwarzen Briefe und Antworten. Wichtel, an die Waffen! Vor den Waffen hätte ich auch Angst, holy shit. Santa? Was ist los? Santa? Osterhase, auch wenn es zu spät ist, ich vermisse dich. Bruder, kümmere dich um die anderen. Ach so, ne? In welchem Teil? Im dritten war es, glaube ich, oder in einem Spin-off? Ist ja der Osterhase hops gegangen, rest in peace, wie gesagt, Osterhase. Und da haben wir noch gesehen, kurz bevor er das Zeitliche gesegnet hat, hat er noch die Nachricht abgeschickt. Auch am 17. September war das. Und an diesem Datum sind auch gewisse Dinge passiert, Erdbeben und so weiter und so fort. Ob das ein Zufall ist oder ob das geplant war, weiß ich nicht. Aber jetzt hängt es wieder alles zusammen. Weihnachten fällt aus. Oh no. Anxiety.
Die Saga geht weiter, zum Glück. Creeps up on me. Hauptvideo 3 kommt, nice. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. Ey, sehr, sehr schön. Santa Claus kommt nur einmal. Okay, das war der Spin-off zum, zum Santa der Boss oder Santa Claus, je nachdem. Ein Sturm zieht auf plus Song. Ganz, ganz große Frage. Wer ist dieser vermummte Typ gewesen? Woher wusste er diese Dinge, die in der Vergangenheit von Santa Claus passiert sind, die er so eigentlich gar nicht wissen darf, wissen kann? Wer ist er? Was für eine Mission hat er? Warum hat er die schwarzen Briefe mitgenommen? Dies, das, bip, bup. Noch eine wichtige Frage. Wer ist der Mann im Mond? Noch eine wichtige Frage. Bleibt Henno mit dem Video? Ich hoffe, Henno sehen wir noch öfter jetzt. Ohne Scheiß. Der macht die Rolle gut. Ohne Witz. Das war der Spin-off von Santa der Boss. Ein Sturm zieht auf. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, wunderschöne Feiertage. Genießt sie auf jeden Fall weiterhin. Und wir sehen uns dieses Jahr, glaube ich, noch. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Peace.